und herzlich willkommen zur inzwischen 9. Ausgabe des Telestammtisch. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt und ein buntes Potpourri der guten Laune und Themen vorbereitet. Und diesmal ist quasi wieder eine Premiere, weil wir das erste Mal dem ursprünglichen Konzept des Telestammtisch, nämlich dass wir wechselnde Teilnehmer haben, zu 100% entsprechen. Wir haben heute ausschließlich nur Leute am Start, die vorab noch nie beim Telestammtisch teilgenommen haben. Wir sind heute insgesamt zu viert. Und also ein ganz buntes Programm mit unterschiedlichen Themen haben wir heute vorbereitet. Und fangen wir mal zuallererst bei der Dame an. Das ist die Feli. Hallo Feli. Hi. Feli, wir haben uns in Erfurt kennengelernt, ne? So sieht's aus. Was hast du denn da gemacht? Du hast mich besucht, beziehungsweise uns besucht auf der wunderschönen EGA beim Comic- und Manga-Park, wo ich Teil dieses wunderbaren Teams war und am Bring im Beistand war. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ulala. Und du, bist du Nerd? Ich würde mich schon als ein kleiner Nerd bezeichnen, ja. Cool. Ja, gibt's auch noch was, wo du, wenn du dich vorstellen möchtest, was du unseren Zuhörern kurz sagen möchtest? Oder wollen wir dann später ins Detail gehen? Ich kann auch kurz sagen, ja, also ich bin Feli, 21 Jahre alt, ziemliche Manga-Fanatikerin seit meiner Kindheit und dementsprechend war ich auch durch dieses Hobby Teil des Comic Attack Teams hier in Erfurt und habe da meine Leidenschaft unendlich doll ausleben können. Oh ja. Fantastik. Dankeschön. Dann haben wir heute am Start den Lasse. Und der Lasse, den habe ich auf Facebook kennengelernt. Hi, Lasse. Hallo, mein Name ist Lasse Vogt. Ich bin Diplomregisseur, Autor, YouTuber, Filmkritiker, Soundtrack-Reviewer und Podcaster. Ich mache so ziemlich alles. Mein ganzes Zeug findet man auf YouTube unter The Deppert zusammengeschrieben oder auch einfach, wenn man Lasse Vogt eingibt. Ja, ich betreibe seit einiger Zeit den Podcast Fans About Films. Den kann man auch auf Facebook finden. Ich bin außerdem auf Twitter vertreten und meine schriftlichen Soundtrack-Reviews findet man auf scoregeek.wordpress.com. Bin riesig in der Filmszene drin, halt, habe sie auch sogar auch studiert, so ein dermaßener Nerd bin ich und ja, mache einfach alles in meinen Podcasts und Shows, was mit dem Thema zu tun hat, Filme, Serien, Soundtracks etc. Und ich hatte deinen Aufruf auf Facebook gesehen und dachte, hey, mal ein bisschen outbranchen und schauen, wohin das führt und genau deshalb bin ich hier. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Das klingt ja schon mal fantastisch, passt ja wie die Faust aufs Auge, bist da, glaube ich, thematisch, ja, kannst du mit deiner Expertise da auch gut was beitragen. Da haben wir also auch schon so ein thematisch ein bisschen so ein paar Ideen für den heutigen Tag. Werden uns da ganz sicherlich auch noch auf den einen oder anderen Film heute auch mal stürzen und da vielleicht auch gucken, was uns noch so erwartet. Danke. Und dann habe ich noch den Nico am Start. Und den Nico, den habe ich, glaube ich, ohne Maske noch nie gesehen. Den Nico habe ich in Frankfurt kennengelernt. Hi. Servus. Stimmt, das kann sein. Ich glaube, du hast mich noch nicht ohne Maske gesehen. Nee, das klingt ein bisschen pervers, ich weiß. Du musst uns dazu mal nochmal erklären, wer du eigentlich bist und warum das so ist, wie es ist. Wir haben uns, das war Stuttgart oder Frankfurt oder Frankfurt, Stuttgart? in Frankfurt. Frankfurt. Wir haben uns auf der Comic-Con in Frankfurt getroffen, weil ich da als Batman unterwegs war. Und gefühlt jeder Zweite hatte irgendwie eine Batman-Kappe, T-Shirt, Pulli, Tasche oder sonst was. Du bist halt extrem aufgefallen, weil du den kompletten Anzug, Schuhe, Krawatte im Batman-Style hattest. Dann musste ich natürlich ein Foto mit dir machen. Ja, und du bist vor allem aufgefallen, weil du da mal als vielleicht einer der am besten gekosplayten Batman unterwegs warst. Du bist auch auf Facebook unterwegs, ne? Ich bin auch auf Facebook unterwegs. Facebook, Instagram, YouTube, alles so ein bisschen miteinander verbunden. Heißt auch alles Evolve by Nick. Ja. Kurze Frage an die anderen. Seid ihr mal auch gelegentlich als Cosplayer unterwegs gewesen oder irgendwie kostümiert auf einer Veranstaltung wie dieser? Ich bin zu faul zum Cosplay. Und mir fehlen ein bisschen die finanziellen Mittel. Ich war auf einer Convention vor ein paar Jahren, auch der in Düsseldorf. Aber ich war da halt in meinem normalen LARP-Outfit halt, also nicht als ein bestimmter Charakter. Obwohl ich plane demnächst vielleicht mal einen Onkel Stan aus Gravity Falls Cosplay zusammenzustellen. Das sollte eigentlich gar nicht so schwierig sein, aber dafür brauche ich noch ein paar Extras. Das wird vielleicht irgendwann mal was. Okay, da haben wir, da wissen wir ungefähr, wie der so erstand ist. Aber interessiert seid ihr da schon, ne? Also ich denke, vermute ich mal, das sieht im Regelfall ziemlich geil aus. Wir werden in die Showlinks auf jeden Fall mal die Facebook-Seite vom Nick klatschen. Denn da kann sich ein jeder mal anschauen, was der gute Mann da so macht. Und vor allem, was für eine Art von Batman er da darstellt. Was genau für ein Batman ist das denn? Das
kann man mit einem Satz gar nicht beantworten. Die Basis ist, wenn man die Spiele gespielt hat, auch bei meinem Fall war es auf der PlayStation, gab es jetzt den dritten Teil aus der Arkham-Serie. Das ist so die Basis für den Panzer und die Rüstung. Den Umhang habe ich aus einem Konzept genommen, aus einem Konzeptart für dieses Spiel, was ich total geil fand, das Konzeptbild. Haben wir uns den Umhang abgeguckt und die Maske ist eine Eigenkreation aus einer Mischung aus Batman auch und so Arkham Knight. Mhm. Also da kommt wirklich eine Eigeninterpretation des Batmans aus verschiedensten so Facetten zusammengewürfelt. Aber so ein bisschen mehr so die Techie-Richtung, ne? Also jetzt kein Adam West, der halt da irgendwie nur aus Stoff da und mit Stoff da unterwegs war. Nee, es ist kein Strampler, es ist wirklich mehr ein Panzer. Wortwörtlich. Also beschreib uns das mal ein bisschen. Das ist ja wirklich ein Panzer. Sind das gekaufte Teile? Machst du das selber? Wie läuft das? Das ist teils, teils. Also wir haben die Basis habe ich von einer Firma aus Kanada gekauft. Und dann andere Teile sind dann entweder mit Knet modelliert oder am 3D-Drucker gedruckt worden. Dann ein Silikonabdruck gegossen, eine Hartschale aus Fiberglas für den Silikonabdruck. Dann das Modell quasi wieder entfernt, die Hartschale wieder um das Silikon rumgemacht und dann das Ganze mit einer Mischung aus flüssigem Kunststoff und Fiberglas quasi als massiven Panzer nochmal gegossen. Okay, also das ist ja, und das hast du alles selbst gemacht? Das haben wir selber und mit Freunden gemacht. Also so manchmal ein bisschen Hilfe, damit man noch ein, zwei Hände mehr am Arbeiten hat. Also für mich als Laie sieht das super professionell aus. Habt ihr das irgendwie gelernt oder ist es einfach mit der Zeit gekommen? Professionell sieht es daher aus, weil das dieselben Materialien und Techniken sind, die man jetzt auch bei Justice League Film und Co. verwendet. Lernen als Beruf kann man das nicht, aber es gibt sehr viel Bonusmaterial auf DVDs und sehr, sehr viele YouTube-Tutorials, Gott sei Dank. Mhm. Und dann heißt es einfach Learning by Doing und jede Menge Material ins Klo werfen, weil es nichts geworden ist. Okay. Ja, vor allem ist es bestimmt auch ein teures Hobby. Du hast ja jetzt von deinem 3D-Drucker gesprochen, das kann man sich auch auf deiner Seite auf Facebook anschauen. Du hast den 3D-Drucker gekauft, ne? Ja, unter anderem. Darf ich fragen, was für den Spaß kostet? Das kommt ganz drauf an. Der Drucker an sich war jetzt gar nicht so teuer, weil es ein Kit ist. Das heißt, den muss man dann teilweise noch selbst zusammenbauen. Es gibt inzwischen auch schon 3D-Drucker für 150 Euro, wobei ich da eher von abraten würde. Aber man muss jetzt keine 2000 auf den Tisch legen. Also so mit 400 bis 800 ist man da schon in einem Bereich, mit dem man gut arbeiten kann. Okay. Und der wird auch regelmäßig benutzt für verschiedenste Sachen, die du machst. Ne? Also ist nicht für eine einmalige Verwendung gedacht gewesen. Nee, definitiv nicht. Also der läuft quasi durch. Okay. Ja, nimmst auch Aufträge in Arbeit. Also vielleicht will der Lasse ja vorher Lasse noch was für sein Kostüm. Ich nehme auch Aufträge an und habe zurzeit leider oder glücklicherweise mehr Aufträge, wie ich Zeit habe. Und hoffe, dass ich die demnächst mal abarbeiten kann. Okay. Ja, erzähl mal, also wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, diesen Batman zu machen? Es gibt ja nun wirklich ganz viele Superhelden oder auch Cosplay-Möglichkeiten. Wie kam es denn jetzt explizit zu Batman? Ich bin auch, kam ja schon die Frage, ob sie sich als Nerd bezeichnen würde. Ich glaube, das trifft bei mir auch, wenn man es nett ausdrückt, das trifft einigermaßen zu. Fällt auch unschwer auf, wenn man bei mir daheim ist. Mhm. Und ja, ich habe halt irgendwann mal angefangen. Das erste, was ich gebaut habe, sah schrecklich aus, kann man nicht zeigen. Das war vor, keine Ahnung wie viel, x Jahren, der Reaktor von Iron Man, den er in der Brust hat. Mhm. Mhm. Dann war 2 Jahre gar nichts. Dann kam ein Torhammer. Dann kam irgendwann der Captain America Schild. Der ist richtig, richtig geil geworden. Und dann war so die Frage, okay, Wolverine-Krallen hat man dann auch noch irgendwann gehabt. Da war so, okay, jetzt hast du verschiedene Sachen, hast du daheim, hast du rumstehen, was von den Outfits könnte man denn so am ehesten noch komplett kriegen? Dann habe ich erstmal den Captain America gemacht. Mhm. Und dann, klar, so die Superhelden, die es halt so gibt, Batman und Superman. Und dann wurde es jetzt halt erstmal Batman. Weil der am schnellsten fertig war oder der jetzt so den meisten Eindruck hinterlassen hat oder warum? Ich weiß gar nicht, warum ich mich dann doch jetzt erst für Batman entschieden habe. Vielleicht, weil einfach der Superman-Anzug auch
Er sieht für viele vielleicht auch einfach nur nach so einem engen Strampelanzug aus, auch wenn er ein bisschen besser aussieht inzwischen als damals. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt hat, was der Henry in dem Film denn da anhat, das ist alles andere als einfach nur ein Strampler. Und hab mich dann doch erstmal für Batman entschieden. Okay. Liest du denn selbst auch Comics? Ich bin nicht so der Comicleser, ich bin eher der Filmgucker. Okay. Batman-Serien gibt's ja, glaube ich, gibt's ja. Na gut, Gotham gibt's. Hast du Gotham gesehen? Bei Serien habe ich leider nicht die Zeit, hinterher zu sein, das regelmäßig zu gucken. Ich habe auch kein Netflix. Ich glaube, Gotham ist Netflix. Ja. Also ich bin da wirklich so der klassische Filmgucker. Aber das, ja, weil da kann man sich hinsetzen, da nimmt man sich abends mal die Zeit, dann hat man den geguckt und dann ist gut. Da brauche ich keine Staffeln verfolgen oder irgendwie und ja. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Außerdem brauchst du ja auch Zeit, um deine Kostüme zu basteln, dann willst du ja noch Comics lesen. Und arbeiten muss man dann auch noch und ja. Und arbeiten auch noch. Und worauf du ja auch sehr viel Wert legst auf deiner Facebook-Seite und deswegen habe ich mal nach vorne geraten, da mal einen ganz genauen Blick auf diese Seite zu werfen. Du legst ja auch Wert darauf zu betonen, dass du selbst auch jemand bist, der einen superhelden Körper hat, der also auch wahnsinnig viel Sport macht und auf seine Ernährung achtet. Das habe ich diesen Eindruck, ist der Eindruck richtig? Der ist richtig, das sieht man, glaube ich, auch, sollte man sehen, wenn man auf der Seite ist. Ich komme ursprünglich eher aus dem Leistungssportbereich und bin aber halt Nerd. Und dann hat sich das Ganze irgendwie so kombiniert. Gibt viele Dinge, die mir in der Fitnessindustrie, gerade wenn man aus der Branche kommt, die ich nicht so in Ordnung finde. Und deswegen ist da eher so meine Intention, eher so das Ganze nicht so in dieses verblendete und nicht so schöne Fitness pur, sondern eben mehr so, dass so Fitness A für Gesundheit oder halt dann auch so in dieser Verbindung mit dem Nerd so für diesen Superheldenkörper und für das Superhelden-Outfit und so, da diese Verbindung. Du ziehst auf jeden Fall, also das Cosplay dann quasi auch bis zum Schluss durch. Also man sieht die Fotos ja ansehen, also du schrotzt ja nur so vor Muskeln, das ist wirklich super beeindruckend. Ich habe ein Foto gesehen, wo du deine Nahrung fotografiert hattest für, ich glaube, Stuttgart war es gewesen, was du dir alles vorbereitet hast. Kannst du das für uns mal kurz erzählen, was wie dann so für die 2 Tage oder 3 Tage oder was das war, wie da so dein Ernährungsplan aussieht? Ich bin gerade auch auf der Seite, habe das Foto mal kurz aufgemacht. Das Problem ist gerade, wenn man auf eine Messe geht, man ist den ganzen Tag unterwegs, man will auch nicht irgendwie, ja gut, in dem Fall war es schon dann halt mitgeschleppt, aber du hast meistens auf den Messen halt die Problematik, entweder hast du irgendwo eine Currybude oder du hast irgendwo einen Snickers-Automaten oder was ähnliches stehen und kannst dir irgendwo vielleicht noch einen Burger und eine Cola holen. Das ist dann halt eher so aus meiner Sicht suboptimal. Ich habe dann einfach, wie ich es jeden Tag mache, ich habe Gemüse aufgetaut. Ich habe immer 4 verschiedene Sorten Gemüse im Eisfach. Die werden dann einfach aufgemacht, über Nacht aufgetaut, sind am nächsten Tag fertig. Dann habe ich 2 Packungen Hähnchen im Backofen noch durchgebraten, bisschen gewürzt. Dann habe ich noch ein paar Tomaten reingeschnitten, bisschen körnigen Frischkäse dazu. Das war dann so eine Mischung aus Gemüse, Eiweiß. Und dann habe ich mir noch einen eigenen Eiweißriegel habe ich gebacken. Das war eine Mischung aus Hafermehl und Eiweißpulver mit ein paar Beeren drin. Das ist dann die Mischung Eiweiß und Kohlenhydrate. Und zu der ersten Portion, also das Fleisch mit dem Gemüse, da gab es dann noch eine ordentliche Portion Erdnussbutter mit Cashewnüssen dazu. Dann habe ich quasi Gemüse, Eiweiß und Fette gemischt. Und in der anderen Mahlzeit waren Kohlenhydrate und Eiweiß. Und das Ganze dann auf 2 Hauptmahlzeiten und den Riegel als Snack für zwischendurch und dann bist du 2 Tage versorgt und ist wesentlich günstiger und optimaler, wie wenn man sich dann da auf einer Messe irgendwie was holen muss. Ich glaube. Entspricht das auch so dem, was du im Alltag auch zu dir nimmst oder ist das wirklich jetzt die Spezialversion für die Messe gewesen? Der Riegel war jetzt extra für die Messe gemacht, weil das ist immer so das praktische To-Go-Essen auch. Und das andere ist aber so ziemlich genau das, was ich eigentlich auch jeden Tag esse. Also eine sehr große Portion grünes Gemüse, bisschen Fleisch, körniger Frischkäse. Okay, das wäre natürlich... Feli Lasse, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch so orientiert? Bei mir ist zum Beispiel, ich ernähre mich seit jetzt 7 Jahren vegan komplett. Aha.
Muss jetzt aber auch, also ich muss täglich 5000 Kalorien essen, um nicht abzunehmen. Das ist jetzt bei mir so dieser Verbrauchstag. Und bei mir ist halt auch so, wenn ich unterwegs bin, bereite ich mir auch prinzipiell nur mein Essen zu Hause vor und nehme es dann einfach mit, einfach weil es entweder viel zu teuer ist, was man so vegan unterwegs findet, beziehungsweise... Wenn man überhaupt was findet. Ja, wenn man, genau, das ist dann das Nächste. Und ich mag es einfach lieber, mir selbst mein Essen zuzubereiten und weiß dann auch, was drin ist, dass jetzt hier nicht irgendwie zu viel Scheiße drin ist. Und ja, mach es dann auch echt lieber selber. Also, ja, genau. Aber hast du gerade gesagt, du nimmst 5000 Kalorien am Tag zu dir? Ja, muss ich leider Gottes momentan machen. Okay, interessant. Weil das Ding ist zum Beispiel bei mir, durch die vegane Ernährung war es halt jetzt auch eine Zeit lang so, dass ich stark untergewichtig geworden bin oder im Untergewicht war und bin jetzt gerade dabei, wieder zuzunehmen und muss da echt 5000 Kalorien mehr reinschaufeln, um irgendwie ein bisschen was zuzunehmen. Und ja. Sind denn also Leute wie der Nick für dich eine Inspiration, dass du, keine Ahnung, irgendwie auch versuchst, keine Ahnung, irgendwie auszusehen wie so ein Supergirl oder wie ein, was weiß ich, wie eine Scarlett Johansson aus den Avengers? Das nicht unbedingt. Also ich habe auch mal eine Zeit lang intensiv Kraftsport betrieben, im Fitnessstudio halt, jeden Tag wirklich 4 Stunden lang Training gewesen. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich es von der Arbeit her gar nicht mehr schaffe und noch nicht mal irgendwelche Körperidole so wirklich habe, sondern einfach nur denke, Hauptsache ich bin zufrieden mit mir selber, ich will nicht total skinny sein wie irgendein Model, was da aussieht, als ob es gleich verreckt. Mhm. Hauptsache ich sehe normal aus, gesund, und dann ist alles gut, von daher. Alles klar. Und Lasse, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich der Fitteste und ich sehe das wirklich als eine Art von Inspiration an, wenn ich da dann die Fotos gesehen habe und halt das wie soll ich sagen, das was du dir da vorgenommen hast und so weiter, das ist schon cool. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen auseinandergegangen, arbeite jetzt aber gerade wieder daran zum Glück. Also ich werde es nie schaffen, wirklich so super fit zu sein, aber es wird natürlich, ich arbeite darauf zu, dass es einfach auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall ein bisschen fitter werde. Hab da jetzt mir in den letzten ungefähr 2 Wochen, was ich jetzt so weitermache, ein Sportprogramm zusammengestellt. Ein Ernährungsprogramm ohne Kohlenhydrate und nach 15 Uhr nichts Festes mehr essen, abgesehen vielleicht von Rohkost. Also da arbeite ich jetzt auf jeden Fall darauf hin, das soll jetzt auch über die Sommerferien weitergehen und ich denke mir, das bringt dann auch was. Was ich halt total auch geil finde bei Nix, so Ansatz ist halt dieses Ding mit diesem Superheldenkörper und so ein bisschen das in diesen Geek-Nerd-Sektor mit reinzunehmen, um dann eben auch so den Anreiz zu schaffen, da eine Identifikation jetzt eben beispielsweise mit Superhelden zu schaffen. Sag mal, wär das nicht klasse, wenn du einen Personal Trainer machen würdest, Nick? Ich bin Personal Trainer und Ernährungsberater. 1A. Und hast du da auch schon so Geeks im Programm gehabt, also so trainiert? Bisher eher, ich sag mal, normale Kunden. Okay. Also haben wir jetzt vielleicht gerade so Marktlücke fürs Business entdeckt. Also, ja, auf jeden Fall. Ey, wäre doch geil, joggen mit Batman. Das ist ziemlich cool, ja. Ich finde, da haben wir gerade eine Nische entdeckt. Das solltest du auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich lade dich gerne mal dazu ein, mit dem Anzug joggen zu gehen. Es überschwitzt wahrscheinlich ein bisschen, ne? Es ist die Hölle. Ich warte auch jedes Mal auf jeder Messe auf den Spruch, oh, Batman muss nicht weinen, weil irgendwann läuft dir der Schweiß aus den Augen der Maske raus, an den LEDs vorbei und ja. Hätte ich mir doch besser für die Adam West Alternative entschieden. Die wäre sehr wahrscheinlich wesentlich angenehmer. Und, super geil. Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch unbedingt mal rein, wie der Mann unterwegs ist. Auf seiner Facebook-Seite sind ganz, ganz viele tolle Fotos. Du warst unter anderem auch... habe ich aktuelle Fotos gesehen gehabt mit jemandem, der Harley Quinn gecosplayt hat. Was ja, war das? Ich habe logischerweise auch sehr viele Freunde, die in dem Bereich unterwegs sind. Und meistens ist man dann auf der Messe nicht alleine unterwegs. Und das war eine Freundin von mir, die hat eben Harley Quinn gemacht. Und dann sind wir auf der Messe angesprochen worden, ob wir Fotos machen. Das Bild ist ganz gut geworden. Und dann habe ich mit Photoshop noch einen passenden Hintergrund gemacht. Ja, ja, habe ich gesehen. War cool. Was ist denn so als nächstes geplant? Also gibt's was sind so die nächsten Messen, die du im Sinn hast? Oder wann muss das nächste Mal der 3D-Drucker angeschmissen werden, um irgendwie eine neue Maske oder was vorzubereiten? Messen, muss ich leider sagen, bin ich total etwas verpeilt und habe das Ganze nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass irgendwie die nächsten 2-3 Wochen irgendwas noch in Mannheim stattfindet. Ich komme aus Mannheim, das wird sich anbieten. Ansonsten gibt's dann, glaube ich, noch die...
Frankfurter Buchmesse, die irgendwann so gegen Ende des Jahres irgendwann ist und vielleicht noch was anderes. Da habe ich leider nicht ganz so den Überblick. Beim Drucker, der läuft quasi durch, einfach weil Sachen herzustellen, also das Ding druckt ewig. Und wenn das eine fertig ist, steht das nächste quasi schon in der Schlange. Zurzeit, das habe ich jetzt gerade fertig bekommen, das ist aus Overwatch von McGree, der Peacekeeper in der Blackwatch Edition. Aha. Da wird der 3D-Druck, der wird jetzt noch sauber gemacht und dann werde ich auch wieder von dem 3D-Druck einen Silikonabdruck machen, damit man das dann aus Resin wieder nachgießen und vervielfältigen kann. Dann passend noch zu dem neuen Batman-Trailer, der da war, werde ich jetzt eine Deathstroke-Maske drucken und die dann auch wieder abgießen, abmodellieren. Dann habe ich noch 4, 5 Aufträge, an denen ich arbeite. The Witcher, Helsing und diverse andere Sachen. Saugeil. Und dann, wenn du sagst Deathstroke-Maske, das heißt, dass man dich eventuell auch demnächst mal ein Deathstroke-Kostüm sehen könnte? Ich weiß nicht, ob ich ein Kostüm für Deathstroke noch machen werde, weil ich momentan noch andere Superhelden oder Sachen habe, die ich eher machen möchte und die werden auch noch sehr viel Zeit brauchen. Das heißt, bis ich wahrscheinlich zu Deathstroke käme, wäre der schon gar nicht mehr aktuell. Aber ich finde die Maske richtig cool und gerade wenn der Film rauskommt, bietet sich das noch an. Und wie gesagt, also drucken, dann einen Guss erstellen. Vielleicht auch mal beim Deathstroke werde ich es versuchen, mal eine Maske aus Carbon herzustellen und dann mal gucken, ja. 1A. Ja, danke, danke für die ganzen Infos auch zu deinem Cosplay. Und wäre cool, wenn wir uns auf jeden Fall nochmal live sehen. Also in Mannheim weiß ich jetzt gar nicht, was da los sein soll. Aber es gibt da unter anderem noch Bensheim. Bensheim ist wieder die Luxor von Tastic, die ist ja nicht so weit weg von dir aus. Ja, und die Buchmesse natürlich, die ist auch immer ein Besuch wert bei uns hier in Frankfurt. Ja, und wenn nicht, spätestens denke ich mal nächstes Jahr auf der einen oder anderen Comic-Con wieder, Stuttgart, Frankfurt und Co. Stimmt, Frankfurt ist ja auch, ja genau, ist ja auch wieder. Wie war eigentlich Stuttgart aus deiner Sicht, ganz kurz? Stuttgart ist für mich ja immer die größte und schönste Comic-Con, weil die halt, glaube ich, auch mit am bekanntesten ist bei uns. Frankfurt war ja jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal, oder? Ja. Deswegen war das da halt noch nicht so toll. Dann Evil Ted, weiß nicht, ob man den kennt. Evil Ted hat auch einen YouTube-Channel, kommt aus den USA. Ich finde den einfach super sympathisch, total cool der Typ. Freue mich jedes Mal, wenn ich den auf einer Messe sehe. Dann habe ich auch Bakker Cosplay habe ich wieder gesehen. Ist auch super gut drauf, hat ein unglaublich tolles Outfit mit Nebelmaschine und Leucht-LEDs und alles. Und also Messe war super. Batmobile war auch da. Tolle Leute, tolle Messe. Ja, war super. Top. Einfach top. Ja, Stuttgart soll wirklich klasse gewesen sein. Weiß nicht, Feli, warst du jetzt außer Erfurt mal auf irgendeiner anderen Comic-Veranstaltung? Leider dieses Jahr komplett gar nicht mehr. Ja. Da war ich raus. Ja. Kommst nächstes Jahr einfach in Frankfurt vorbei. Mal gucken, wie genau. Ich hatte erst überlegt, dieses Jahr nochmal zur LBM zu gehen auch. Aber das ist ja mittlerweile auch so komplett überrannt einfach mal und nee, okay. Da bleib ich dann lieber zu Hause. Helfen wir auf die Sprünge. LBM steht für? Leipziger Buchmesse. Ah, danke. Alles klar. ja, das ist auch immer viel, vor allem auch Anime- und Manga-Cosplay, ne? Genau, so sieht's aus, ne? Cool. Ja, und wie sieht's mit dir aus, Lasse? Bist du auch schon, also bist du da, bist du demnächst nochmal auf irgendwelchen Cons oder warst du auch dieses Jahr vielleicht? Dieses Jahr nicht. Ich hatte in letzter Zeit, weil ich nach dem Studium erst tatsächlich mein Abitur mache, ich fange jetzt gerade mit der 13. an und bin jetzt im Abiturkurs, weil ich konnte mit Realschulabschluss studieren gehen auf dieser Akademie in Schwerte. Deshalb hatte ich in letzter Zeit sehr, sehr viel noch mit der Schule zu tun, einiges aufzuarbeiten und hatte finanziell auch nicht unbedingt die Möglichkeiten, groß auf Cons zu gehen. Ich wollte gerne nochmal nach Düsseldorf, habe es aber zeitlich nicht geschafft. Ich denke mal, das könnte sich danach wieder ein bisschen normalisieren und dann hätte ich auch die Chance, zu mehr Sachen zu gehen. Das wäre toll. Ich bin ja regelmäßig auf einer bestimmten LARPCon in Bayern, aber das, ich meine, das ist ja schon was sehr Spezielles, deshalb seht ihr es ja nicht so ganz, aber so diese typischen Comic-Conventions, bis auf das in Düsseldorf vor ein paar Jahren, war ich leider wirklich noch auf gar keiner und das, da habe ich natürlich einiges nachzuholen und freue mich schon ganz toll darauf, wenn das bald mal auch losgeht damit. Was genau ist das für eine LARPCon, die ihr da habt? Oder wie ich
bin schon seit Ewigkeiten bei Felder der Ehre. Das wird veranstaltet von Elodan Creative Works. Das ist speziell für Live-Rollenspieler Anfänger. Dort habe ich angefangen, bin jetzt quasi Mitglied einer erfahrenen Gruppe und bin da jedes Jahr mindestens einmal für ein paar Tage. Und dieses Jahr ist das im August. Freu mich sehr darauf. Das ist ja im Prinzip ja Rollenspiel, aber halt nicht im Internet, sondern in echt. Krass. mit unseren Gewandungen etc. Und ja, da freue ich mich. Ich freue mich da jetzt schon das ganze Jahr drauf, weil ich da mich richtig vorbereitet habe, einiges eingearbeitet und freue mich sehr, die ganzen Leute wiederzusehen. Wir sind eine verhältnismäßig große Gruppe mit eigenen Umhängen und so weiter. Also wir sind schon halt auch optisch erkennbar. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf, was uns da wohl an Plots begegnet und was wir dann zusammen machen. Wofür du allerdings regelmäßig die Zeit hast, Lasse, sind deine ganzen Podcast-Projekte und ich glaube auch den einen oder anderen Film, den du dir angeschaut hast und auf den du dich freust, ne? Ja. Erzähl uns mal, was ist das denn für dein, was genau macht ihr denn in deinem Podcast-Projekt? Wie sind da so die, sag ich mal, wie geht ihr da ran? Also ich bin da rangegangen, ich wollte einfach gerne was in der Richtung machen. Ich mache schon seit Jahren die sogenannten Laber-Reviews. Da setze ich mich nach jedem Film, den ich im Kino gesehen habe und mit einigen und manchmal als ausnahmemäßig halt auch auf DVD, setze ich mich dann vor die Kamera und gebe meinen Senf dazu ab in so einer Art Free-Flow. Ich stelle mich vor, sag was zum Inhalt und allgemein natürlich auch spoilerfrei sage ich dann, wie mir der Film gefällt oder ob er mir halt nicht gefällt. Und ich habe öfter mal auch in letzter Zeit Freunde dabei, die Reviews machen wir dann im Auto oder bei mir auf dem Sofa. Und das ist einfach die Art von, ja, so Free-Flow-Filmkritik, die im Internet ganz populär ist bei bestimmten Sachen. Es gibt da eine amerikanische Gruppe, die nennt sich Midnight Screenings, die machen das bei jedem Film, meistens im Auto. Und das mache ich seit ein paar Jahren, das macht Spaß und ich wollte gerne noch was anderes machen. Und da dachte ich, hey, ich versuch's mal mit einem Podcast. Habe im Moment noch keine Möglichkeit, das auf das auf iTunes zu stellen, arbeite daran aber gerade. Deshalb ist es im Moment auf YouTube. Es gibt bisher 8 Folgen und ich war auch schon ein paar Mal zu Gast bei ein paar Leuten, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dort ist halt allgemein das Thema bestimmte Filme. Und vorher lege ich dann mit meinen Gästen, das sind manchmal Freunde und manchmal halt andere Podcaster, lege ich dann Thema fest. Zum Beispiel hatten wir einmal als Thema, da habe ich mit einer Freundin quasi russisch Roulette gemacht bei Filmen. Wir haben ein paar DVDs in Kissenbezug gesteckt und sie musste eine ziehen. Und was immer sie dann zog, haben wir uns angeguckt und das war in dem Fall der Tatortreiniger. Also haben wir die erste Folge von Tatortreiniger angeguckt und im Anschluss darüber gesprochen. Anderes Mal haben wir uns über Hook unterhalten. Ich habe mich mit einem befreundeten Filmemacher über das Thema FSK unterhalten und verstörende Filmszenen, an die wir uns noch erinnern können aus unserer Kindheit. Ich hatte einmal den Anime K-On! Als Programmpunkt. Verschiedene Sachen einfach. Also Hauptsache, es hat irgendwas mit Film zu tun. Halt ganz egal welches Thema, solange es irgendwie ja in den Bereich Film fällt, ist das dabei. Und ja, so verfahre ich damit bisher. Wie lange macht ihr da immer so eine Talkrunde? Das kommt ganz drauf an. Das ist wirklich, das kann unbegrenzt sein. Ich glaube, der Rekord lag jetzt, ich hatte jemanden zu Gast von Sideshow Sound Theater, die machen ganz, ganz tolle Soundtrack-Podcasts, die findet man auch auf YouTube. Mit dem habe ich mich ungefähr 3,5 Stunden über Pixar unterhalten. Mhm. Also das kann, da gibt es echt offene Enden. Der Podcast davor, der war mit Coop Impact, da habe ich 2,5 Stunden über die Transformers-Filme geredet. Also da geht alles. Da geht alles, ja. Gerade die großen bekannten deutschen Podcasts, speziell jetzt zum Beispiel das Nukuversum oder auch die Kollegen da von Rockbeans, die machen ja auch relativ lange ja so Nerd-Podcasts oder auch, keine Ahnung, wir haben jetzt hier auch, oh Gott, wie heißen die Jungs von Paperback, genau, die machen einen riesenlangen Comic-Podcast, auch gern 3-4 Stunden lang. Finde ich persönlich als Nerd auch saugeil. Ich frage mich aber immer, ob die Einstiegshürde nicht bei schon einer Stunde spätestens eigentlich zu hoch ist. Ob man sich schon über eine Stunde am Stück einen Podcast reinzieht, auch als so Gelegenheitsnerd. Ich weiß nicht, Feli, wie siehst du das? Hast du schon mal regelmäßig mal in einen Podcast reingehört oder der YouTube-Videos ja angeschaut? Also ich gucke zum Beispiel fast immer die neuesten Almost Dailies von den Beans. Und das ist jetzt nicht wirklich ganz ein Podcast, aber irgendwie ist es für mich wieder ein Podcast, weil sie sitzen ja eh nur rum und lauern die ganze Zeit. Das presse ich mir einfach gerne mal so, wenn ich gerade einschlafe und irgendwas einfach nur hören will, höre ich mir das total gerne an. Oder wenn ich zu Hause einfach irgendwie Bewerbung schreibe oder irgendwas putze, dann höre ich mir das total gerne an. So richtig aufmerksam könnte ich es mir nicht über so lange Zeit reinpressen, wirklich. Mhm. Aber so nebenbei finde ich das viel angenehmer, als wenn ich irgendwas anderes laufen habe. Wie manche Leute einen Fernseher laufen haben, einfach nur damit irgendwer redet, habe ich dann immer einen Podcast an. Ja.
Ja, das geht mir aber ganz genauso. Ey, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, mir das lokale Radio reinziehen muss mit super Genau. Werbung oder dem x-ten Popsong, den du schon dreimal gehört hast, dann doch echt lieber in Podcast, ey. Und selbst beschissene Podcasts sind besser als die meisten Radiosender. Das stimmt auf jeden Fall. Halleluja. Ja, aber das ist halt genauso das Ding, wenn du so Themen-Podcasts machst, so Filme und ja, auch keine Ahnung, also es gibt ja tausend Variationen, ja, also jetzt keinen rein Laber-Podcast, den du jetzt vielleicht in einzelne Abschnitte also eben nicht in einzelne Abschnitte unterteilen kannst, frag ich mich immer so, wie lang sollte ein Podcast sein, damit du noch halbwegs konzentriert zuhören kannst? Du hast jetzt gemeint, zum Einschlafen hörst du Podcasts. Ja, Lasse, hörst du selbst auch Podcasts? Total, ich liebe Podcasts, halt, höre auch halt sehr, sehr gerne englische Podcasts und unter anderem halt dadurch, dass ich englische Videos, Podcasts etc., dass ich da ein großer Fan von bin, habe ich so tatsächlich auch richtig gut Englisch mitgelernt. Ich habe, glaube ich, dadurch besser Englisch gelernt als in der Schule wirklich. Ich höre das super gern zum Einschlafen, ich höre das sehr gerne nebenbei, im Auto oder auf dem Fahrrad, beim Kochen, beim Joggen, beim alles, also ganz egal was. Also ich liebe das, das alles anzuhören. Und da mein Motto ist immer eigentlich, je länger, desto besser. Aber es sollte schon in gewissem Sinne so eine Art von Struktur drin sein. Deshalb achte ich beim Podcast auch darauf, dass ich da nicht so ganz abschweife bei bestimmten Sachen. Dass wir halt bei dem Thema bleiben und dass dann so automatisch so eine gewisse Struktur entsteht und es keine Pausen gibt und so weiter. Weil sonst kann es halt passieren, dass man sich irgendwie schon ganz schön verquatscht. Manchmal kann das ja auch ganz lustig sein, aber ich denke da halt immer an Leute, die vielleicht nicht so viel Geduld haben. Und es kommt immer drauf an. Also je nachdem, wie das Thema ist, kann halt auch die Folge entsprechend kurz oder lang sein. Da kann man nie alle zufriedenstellen. Es gibt immer irgendwelche, denen es entweder zu kurz oder zu lang ist. Also da muss man halt überlegen, was man riskieren will, schätze ich mal. Das stimmt, ja. Wie lange kannst du dich denn am Stück überhaupt konzentrieren? Das ist dann natürlich so mit 3, 4 Stunden, also wäre jetzt meine Grenze auf jeden Fall erreicht. Also, wenn es um Filme geht, bei mir ganztägig. Also, das ist mir, also irgendwann gibt die Stimme auf, schätze ich mal. Also, das 3,5-Stunden-Ding mit Pixar, da war, ich fühlte mich da schon in dem Sinne fit, aber wir waren dann halt auch mit allen fertig. Wir haben wirklich über jeden einzelnen Film angemessen lang gesprochen, was von vornherein eigentlich gar nicht geplant war. Das hat sich dann so ergeben. Und dann, also, das geht schon für eine Weile. Man muss halt was zu trinken dabei haben und ich bin eh richtig gut stimmtrainiert, also ich halte da schon einiges aus. Wir sprechen ja auch nicht besonders laut. Das geht dann schon. Aber wenn es um dieses Thema geht, also ich bin da der Obernerd, da geht es bei mir Ewigkeiten. Ich veranstalte ja auch echt sehr, sehr gern Filmabende mit Leuten und bin da auch meistens derjenige, der als letzter müde wird und so weiter. Also was das angeht, bin ich da quasi ja unbesiegbar, jedenfalls für eine Weile. Und kennt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auch aus mit Schauspielern, Regisseuren und Co., vermute ich. Jupp, ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Also ich will mich hier nicht selbst loben, aber das ist schon auf jeden Fall mein Metier. Super geil. Ja, jetzt ganz aktuell sieht es ja so aus, dass, keine Ahnung, heute beispielsweise habe ich einen Schrank aufgebaut, musste das Schrank aufbauen allerdings für ungefähr eine halbe Stunde unterbrechen, denn ich habe den Fehler gemacht, auf Facebook zu gehen. Und auf Facebook sind in meiner Timeline halt wahnsinnig viele neue Trailer angespült worden, weil jetzt ja gerade in San Diego die Comic-Con ist. Habt ihr denn jetzt schon die Gelegenheit gehabt, euch die aktuellen Trailer von Marvel, DC und Co. anzugucken? Also ich habe mir einige angeguckt. Ich hatte erst gestern, war ich zu Gast bei dem Raucherbalkon. Da haben wir uns über Trailer unterhalten. Und mein Problem ist, ich gucke mir normalerweise keine Trailer mehr im Internet an, wenn es Filme sind, von denen ich denke, die spoilern garantiert viel. Und darauf habe ich keinen Bock. Gut, ich muss zugeben, ich habe auch nicht wirklich so eine Riesenlust auf Batman wie Superman, weil, Quatsch. Also Justice League, weil abgesehen von dem kürzlich erschienenen Wonder Woman mochte ich keinen dieser DCU-Filme. Und ich bezweifle, dass halt Zack Snyder das mit diesem Film wesentlich besser macht als mit seinen zwei Erstversuchen. Deshalb bin ich da extrem skeptisch. Deshalb habe ich mir auch nicht den Trailer angeguckt. Ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Ich werde ihn mir angucken, den Film selber. Natürlich werde ich mir ihn angucken. Ich bin Internetkritiker. Das ist in dem Sinne so meine selbst auferlegte Pflicht. Bin auch sehr gespannt darauf, weil mein Lieblingskomponist ist für den Soundtrack engagiert, Danny Elfman, also ist das für mich in dem Sinne noch mehr Pflichtprogramm, darauf freue ich mich sehr. Aber ansonsten habe ich mir den noch nicht angesehen. Ich habe da mal normalerweise kein Interesse dran bei dieser Art von Film. Manchmal habe ich halt keine Wahl im Kino. Ich überlege jetzt aber auch manchmal schon bei bestimmten Sachen einfach rauszugehen, um es mir nicht spoilern zu lassen. Welchen Trailer ich mir jetzt angeguckt habe und den ich sehr interessant fand, weil ich davor auch noch nie was davon gehört hatte, bis auf den Namen, und ich konnte das nicht zuordnen, war der für den neuen Spielberg Ready Player One, den ich wahnsinnig interessant fand, wo ich auch,
ehrlich gesagt jetzt mir das Buch holen will und das vor dem Film noch gerne lesen würde, weil es klingt, also anscheinend ist es in dem Sinne ein Teen-Roman, aber es klingt auf jeden Fall interessant und der Film sieht nach einem interessanten Konzept aus und Spielberg ist sowieso ein Regisseur, bei dem ich mich immer freue, wenn ein neuer Film kommt. Also da bin ich sehr neugierig. Ich finde natürlich, der Trailer übertreibt ein bisschen von wegen Holy Grail of Pop Culture oder wie auch immer, aber ich meine, Trailer übertreiben läuft da. Ansonsten, ich mag die Musik vom Trailer, ich mag den Schnitt, ich mag, dass wir nicht wirklich den Plot sehen, sondern halt nur so ein gewisses Konzept. Kommt einem natürlich bekannt vor, also das ist halt, das erinnert ja auch in gewissem Sinne an bestimmte Sachen, die Animes schon gemacht haben, sei es jetzt nun Sword Art Online oder auch, was waren andere Sachen, die es dort gab. Also es ist, es hat auch was von Wreck-It Ralph, aber ich freue mich drauf. Also ich glaube, das könnte wirklich ein cooler Film werden, bin umso interessierter daran, dass ja Alan Silvestri und nicht John Williams die Musik komponieren wird diesmal und das wird dann auch sehr interessant. Also was den Trailer angeht, bin ich einigermaßen gehypt schon, also da freue ich mich drauf. Weißt du, was ich mich gefragt habe bei dem Ready Player One Trailer? Wenn man sich den so anschaut, dann sind da ja, keine Ahnung, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, also es sind da ganz viele Easter Eggs und Anspielungen, du hast jetzt gemeint, auf andere popkulturelle Sachen. Beispielsweise ist da ja hier aus Zurück in die Zukunft auch der DeLorean mitzusehen, bei irgendeinem Autorennen oder so. Und ich frage mich halt, das ist ja jetzt wieder so ein Thema, an was für Rechte haben die überhaupt? Ja? Also welche Teile der Popkultur können die überhaupt rezensieren? Wofür können die überhaupt Easter Eggs einbauen, ohne dass die irgendwie auf die Füße treten? Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man das dann noch genießen oder weiß man genau, dass man hier eigentlich nur eine ausgesiebte Popkultur bekommt? Das fand ich auch sehr interessant. Darüber habe ich viel nachgedacht und ich schätze mal, bei bestimmten Filmen, die vielleicht so ein großes Budget haben und große Studio-Power, wobei ich nämlich auch, ich glaube, das ist Warner Brothers, die den Film machen, oder? Ja, also deshalb, und deshalb, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich denke, in einem bestimmten Rahmen, wenn es um Anspielungen geht, etc. Und wenn das eindeutig halt die Sachen sind, das ist Referenzsachen, also die lassen da ja nicht Freddy Krüger selbst auftreten, sondern im Prinzip halt diese Popkulturversion von Freddy Krüger, schätze ich mal, und auch den Iron Giant. Ich habe gehört, dass Spielberg gesagt hat, der spielt anscheinend einen signifikanten Part im Film. Ich schätze mal, da sind die ein bisschen offener. Also nicht immer, aber genauso ähnlich wie mit halt Ralf Reichts, wo sie dann ja auch wirklich in kleinen Cameos, die hatten da Pac-Man und Sonic und seine Schurken und so weiter. Klar, zwar nur in kleinen Rollen, aber trotzdem schätze ich mal, dass das dann ein bisschen offener ist. So ähnlich wie bei Lego Batman, wo sie ja Lego Batman und Lego Movie, wo sie ja auch richtig viele Sachen hatten halt in Lego-Form, wobei ich halt nämlich denke, dort geht es dann eher, weißt du, das ist besser, also ich schätze mal, da sind sie einfach wohl ein bisschen lockerer, was das angeht und ich denke mal, Ready Player One fällt ungefähr in diese Kategorie, aber ich schätze mal, wir sollten uns nicht so viel davon versprechen. Das, was wir da von Freddy Krüger im Trailer sehen, ist höchstwahrscheinlich alles, was wir von ihm dann auch im Film sehen werden, wer weiß, genauso wie, ich glaube, man sieht kurz Deadpool und Harley Quinn und so weiter, also wir sollten uns nicht zu viel davon versprechen, aber es verleiht dem doch halt in dem Sinne auch diesen Realismus, der da mit reingehört in gewissem Sinne. Und ich schätze, wir sollten uns vielleicht nicht zu viel davon versprechen, aber es ist natürlich schon ziemlich cool als so ein kleiner Nord zum allgemeinen Fan, wie wir es ja sind. Man sieht echt Deadpool im Ready Player One Trailer? Man sieht, das ist einer der ersten Shots, wenn er die Brille aufsetzt und wir haben diesen Shot, wo dann halt quasi wir reinzoomen und dann sieht man ihn in diese Art von Club treten und ganz links im Bild sieht man Gestalten, die aussehen wie Deadpool und Harley Quinn, die kurz stehen bleiben und ihm hinterher gucken, halt direkt bevor die Kamera nach oben fährt zu diesen Leuten in der Luft. Also da sieht man die ziemlich deutlich. Also die sahen aus wie diese Charaktere und das Internet rastet gerade aus deswegen, auf eine positive Art, aber halt, ja, das, ich habe halt längst nicht alles mitgekriegt. Ich musste auch zweimal hingucken, bis ich dachte, oh, das ist der DeLorean und so. Also die offensichtlichen Leute erkennt man ja natürlich, aber ja, also es ist schon ziemlich interessant. Was das angeht, freue ich mich drauf. Es wirkt zwar so ein bisschen, als würde Spielberg diesen Film machen, um so ein bisschen, keine Ahnung, um so ein bisschen wieder bei den Kids anzukommen, sozusagen, so von wegen hip. Der letzte Film, war nicht sein letzter Film BFG? Das war ja wirklich eher dieser. Und nicht, ich meine nicht Big Fucking Gun, so wie immer alle Leute. so wie immer alle Leute im Internet haben den Titel BFG gesehen. Die haben gesagt, die machen einen. Nein, nicht darüber, sondern dieser halt Big Friendly Giant. Und das war ja halt, ich mochte den Film gerne, meine Mutter war nicht so ein Riesenfan, aber ich mochte den Film als das, was er war, dieser harmlose kleine Kindermärchenfilm mit hübschen Tricks und toller Musik natürlich. Und aber ich glaube, er
er will jetzt mal wieder was machen, was, wo er bei der Jugend wieder ein bisschen mehr punkten kann. Weil ich glaube, was das angeht, hatte er schon länger nichts mehr. Timon Struppi ist ja jetzt auch in dem Sinne, weiß nicht, familienmäßig Abenteuer. Und dann hatte er einige seiner ernsteren Sachen, so wie Lincoln und hier vor mehreren Jahren Saving Private Ryan. Also deshalb, ich schätze mal, er macht diesen Film vor allem deshalb, um wieder so eine gewisse andere Zielgruppe zu kriegen. Aber ich meine, hey, warum nicht? Der Mann hat das Recht dazu, sich das da auszusuchen. Und er ist allgemein einfach ein guter Regisseur. Also ich denke mal, der könnte das ganz gut machen. Besser als so ein Auftragstyp, der vorher nur ein Musikvideo oder sowas gemacht hat. Ja, mal gucken, ob er das kann. Ich bin da sehr gespannt auf thematisch. Sag mal, geht ja um 3D, also geht ja um diese Virtual Reality, in der das alles stattfindet. Feli, hast du zufällig den Trailer gesehen? Gar nicht. Also bei Filmen, was Filme angeht, bin ich leider komplett raus. Weil was ich mich jetzt frage, und da hast du bestimmt eine Meinung zu, ist die Frage, wie ansprechend ist diese Thematik 3D und Virtual Reality? Hast du zufällig schon mal die Gelegenheit, dir irgendwie so ein 3D-Brille auf die Nase zu setzen? Nee, noch gar nicht. Nee, ne? Und der ein oder andere hat das jetzt schon gehabt und von jetzt, sag ich mal, geilen Game-Demos abgesehen und der ein oder anderen, sag ich mal, wirklich netten Spielerei, habe ich das Gefühl, dass Virtual Reality in der aktuellen Form, also speziell, als wenn du dein Handy vorne reinschnallst oder auch meinetwegen, was weiß ich, die Oculus Rift und meinetwegen auch die ganzen PlayStation-Alternativen, was nicht alles gibt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als käme das nicht an. Als käme es gerade beim Endkunden überhaupt nicht an. Sich so eine Brille auf die Nase zu setzen, wäre super unattraktiv und vor allem was für eine Nische. Und jetzt frage ich mich halt, mit dieser Wahrnehmung, also ich habe zum Beispiel auch so eine Brille, wo ich mein Handy reinschneiden könnte. Die Brille liegt seit ungefähr 1,5 Jahren im Schrank, ich benutze die nicht. Jetzt frage ich mich einfach, ob ein Film, der das als Hauptkernthema hat, ja, also quasi das Entfliehen in eine virtuelle Realität, ob das nah genug am Endkunden ist, um für den interessant zu sein. Also da, ich schätze mal, du hättest da in gewissem Sinne recht, weil bisher wurde das ja thematisiert, aber das waren dann auch bestimmte Nischensachen halt. Wenn wir jetzt wieder zu Sword Art Online zurückkommen, das ist ja in dem Sinne, wenn man es global betrachtet, auch wieder Nischenpublikum, weil längst nicht alle Leute gucken Anime oder lesen Mangas. Und das war halt einer von den großen Beispielen, die mir jetzt einfallen. Und ansonsten, das ist halt eher was, in dem sie ja wirklich für die Videospiel-Leute halt, ich habe von dieser Virtual Reality, kriege ich vor allem immer was mit von bestimmten PewDiePie Let's Plays oder wie auch immer. Deshalb, und damit macht er danach auch meistens Blödsinn. Also das Ding ist, das steckt halt auch noch extrem in den Kinderschuhen. Also man ist dann auch längst nicht so weit, wie sie es einem gerne glauben lassen möchten. Also man ist noch nicht so weit, dass man wirklich in dem Sinne so ein richtig großes Rollenspiel machen kann und sein Schwert packen und quasi we're going on an adventure oder wie auch immer. Also ich denke mal, dieser Film könnte da das allgemeine Interesse wieder wecken, weil halt, ich meine, Filme erreichen da immer das größte Publikum und es ist auch noch ein Spielberg-Film, was das umso mehr garantieren müsste. Aber es kommt drauf an. Also ich glaube jedenfalls kaum, dass ich denke, dass nach diesem Film das allgemeine Interesse an diesem Konzept steigen könnte beim allgemeinen Publikum, aber ich glaube halt nicht, dass wir dann diesen riesigen technischen Sprung machen, weil da sind wir wirklich noch lange, lange entfernt und ich träume schon seit Ewigkeiten davon, dass wir im Prinzip so einen Helm aufsetzen können wie in Sword Art Online und uns hinlegen und dann sind wir in diesem Videospiel. Aber ich würde gerne da rauskommen und halt nicht sterben und so, ist ja klar. Aber das ist... Ja, ich sehe da deinen Punkt und ich denke, ich habe jetzt auch meinen Standpunkt, was das angeht, relativ klar gemacht. Mhm. Ja, durchaus, ja. Ihr seid auch an unserer Zuhörer, ihr seid auch herzlich eingeladen, und mit uns drüber zu diskutieren. Speziell jetzt im Geekbook auf geekwhisper.de, da gibt's immer die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und auch mal eure Meinung zur aktuellen Ausgabe des Telestammtisch da wiederzugeben. Ein User hat bei uns die ganzen aktuellen Trailer zur San Diego Comic-Con, die da eben alle vorgestellt wurden, auch schon gepostet. Also was weiß ich, hier ist ja dann ein Black Lightning-Trailer, der aktuelle für diese CW-Serie, der Justice League-Trailer ist da bei uns drauf. Oder eben auch Thor Ragnarok, der jetzt ja demnächst in die Kinos kommt. Star Trek Discovery ist ein neuer Trailer erschienen, der mich sehr beeindruckt hat, fernab der ganzen Befürchtungen, die ich hatte. Es gibt eine neue Marvel-Serie mit The Gifted. Zu den Defenders gibt's einen zweiten Trailer und. Also es ist wirklich viel, viel rausgekommen. Ich glaube, als Geek muss man aktuell schon Gründe suchen, nicht ins Kino zu gehen oder einfach für sich auch mal vor den Bildschirm zu setzen.
Feli, du hast jetzt gemeint, dass jetzt Filme und Serien, das ist eher nicht so dein Thema. Habe ich richtig verstanden, ne? Serien schon wieder schon, da bin ich dann mehr hinterher als bei Filmen. Aber Filme sind mir, das ist bei mir dann das Problem, da kann ich mich so lange nie drauf konzentrieren. Auch wenn ich manchmal von einer Serie 3 Folgen hintereinander schaue. Ich weiß nicht warum, das kann ich besser, als wenn ich mir wirklich einen ganzen Film anschaue. Ja. Aber ich bin mehr der Serienmensch, das ist bei mir. Und was hast du da zuletzt gesehen? Zuletzt habe ich jetzt durchgeschaut Californication gerade. Bin auch ein großer Game of Thrones Fan. Das ist wohl bei mir das absolute Heiligste von allem. Da ging jetzt auch wieder los, die neue Staffel, ne? Ja, das ist sehr große Liebe bei mir. Orange is the New Black bin ich auch dabei. Gotham habe ich auch durchgeschaut letztens. Walking Dead finde ich nicht ganz so gut. Da finde ich die Comics wirklich besser. Das überlege ich gerade noch. Ach. Also es ist bei mir immer bunt gemischt mit allem, aber das allerliebste von allem ist immer noch Game of Thrones, ja. Ja, hast du die Bücher dazu auch gelesen oder versuchst du die zu vermeiden? Nee, das Ding ist wirklich, ich habe zuerst die Bücher gelesen, war von den Büchern dann so fasziniert, dass ich mir mit 18 mein erstes Tattoo gleich stechen lassen habe mit Valar Morghulis auf dem Schlüsselbein und habe dann erst die Serien geschaut. Und die Bücher finde ich besser als die Serie, aber die Serie ist auch sehr geil. Von daher. Ja gut, dann bist du natürlich prädestiniert. Dann hast du auch die aktuellen Folgen von Game of Thrones gesehen jetzt? Wie viele Staffel? Siebte, glaube ich, ist das, gell? Siebte ist Siebte, es. ja. Ja, ich hebe es mir gerade noch auf. Ich bleibe standhaft, bis die Staffel zu Ende ist, damit ich es dann wirklich, ich mache Okay. das so. Ich setze mich einen Tag hin und schaue alles durch und dann bin ich glücklich. Sonst hätte ich dich jetzt um eine spoilerfreie Zusammenfassung gebeten, aber das ist Ja. natürlich dann schwierig, ne? Ja. Ja, und Gotham beispielsweise hast du gemeint, hast du auch komplett durchgeguckt, hab's richtig verstanden? Genau, ja. Das ist eine Serie, da habe ich also ersten 3 Folgen bis jetzt nur gesehen und dann eher Abstand gewonnen. Entwickelt sich das noch? Glaubst du, ich sollte am Ball bleiben? Bleib am Ball. Ich war auch erst nicht fasziniert, aber dann am Ende fand ich es wirklich sehr genial und habe wirklich, war dann auch sehr fixiert auf diese Serie, was auch erstmal eine Serie dann schaffen muss, bis ich mich mal drauf konzentriere. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Was ist denn so, was glaubst du denn, was für eine Art von, ich sag mal, also Konzept die haben? Das ist ja im Endeffekt, das ist ja eine Origin-Serie, ne? Also so ein bisschen Entstehungsgeschichte von Gotham ja auch und weniger Batman. Was glaubst du, ist so das Ziel der Serie? Oder meinst du, da gibt es gar keins? Ich glaube, das Ziel ist es, ein Laien mehr oder weniger, der mit den ganzen DC, Batman, Superman, whatever, Universum nichts am Hut hat, ein bisschen näher zu bringen. Das ist, glaube ich, so mehr wirklich der Sinn hinter dieser Serie. Und dann wirklich, dass derjenige sagt, wenn er die Serie guckt, oh cool, finde ich interessant. Ich kaufe mir jetzt mal random Batman-Comic und schaue mir dann vielleicht noch die Filme an. Ich glaube, das ist so wirklich das Ziel von dieser Serie. Okay, also ein bisschen einfach Charaktere vorstellen und vielleicht so reinkommen ins DC. Genau. Ja. Bin mal gespannt. Meinst du, man sieht Batman nochmal irgendwann? Ja, man sieht ihn ja im Prinzip die ganze Zeit. Das ist ja der junge Bruce Ja. Wayne. Ja. Ja. Genau. Okay, aber dass da jemand nochmal mit einem Cape über irgendwelche Dächer flattert, da glaubt ihr das? Also ich glaube, das wäre komplett an der Serie vorbeigedacht, weil da müssten sie ja echt Jahre um Jahre um Jahre nach vorne springen. Ich bin immer noch bei der ersten Staffel, habe aber ich glaube, ich habe die ersten beiden zu Hause. Ich mag die Serie, ich mag das Konzept sehr, aber ich denke, das allgemeine Ziel ist einfach nur das eigene Ding mit diesen Charakteren zu machen, weil es ist ja eine Polizei-Kriminal-Thriller-Serie in dem Sinne und das Ganze mit den und die Schurken, die hier vorkommen, stecken ja in dem Sinne wirklich auch noch in den Kinderschuhen. Wir sehen ja die absolute Erstentwicklung vom Pinguin und ich denke ja, später taucht halt noch jemand auf, der wahrscheinlich der Joker ist und so weiter. Und also, die wollen einfach ihr eigenes Ding damit machen. Das ist einfach eine alternative Version, die aber halt nicht primär Batman orientiert ist, sondern sich halt mit dieser Welt, mit der Stadt beschäftigt. Es ist eine Serie über die Stadt, über die Menschen darin und die machen da was eigenes Realistisches mit. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Als sie es angesagt haben, fand ich sehr interessant. Und als ich die ersten paar Folgen gesehen habe, dachte ich, das ist wirklich etwas, was sich lohnt, weiter zu verfolgen. Also das ist meine Meinung zur Serie. Haben die nicht beispielsweise auch bei Poison Ivy das Problem gehabt, dass sie sie erst in ganz klein zeigen, also als Kind, und dann ist sie plötzlich erwachsen? Da gibt es bestimmt auch irgendeine Erklärung für. Also ich habe das ja nur gelesen oder gehört, aber ich frage mich halt immer, haben die einen Plan, haben die ein Konzept oder reagieren die einfach nur auf Kritik von Fans? Ja, das ist also eine Frage, die ich mir stelle, kann ich natürlich auch nicht beantworten. Dazu kann ich auch nichts sagen. Also da Ja. gebe ich gerne ab. Da bin ich aber auch raus. Okay.
Ja, aber man kriegt halt so viel mit, man hört so viel und ich glaube, am besten, man guckt es einfach mal, dann kann man sich da auch selbst einen Eindruck machen. Das ist vielleicht der beste Weg. Vielleicht noch kurz nochmal ein Abstecher zu den jetzt auch kommenden Marvel-Filmen, wo ja nun auch die ganzen Trailer released worden sind. Also ich gucke mir die ja eigentlich immer alle im Kino an, habe jetzt auch zuletzt im Kino natürlich Spider-Man gesehen. Hat jemand von euch Spider-Man geschaut? Jo, schuldig. Ich gehe relativ selten ins Kino, da ich Filme eigentlich immer auf Englisch gucke und ich warte dann meistens und schaue mir dann die Blu-ray daheim auf Englisch an. Okay. Und Nick, guckst du dir irgendwie online vorab dazu auch irgendwelche Rezensionen an oder gehst du da ganz unvoreingenommen in die Filme? Wie gesagt, ich kaufe sie mir meistens, wenn sie rauskommen. Dummerweise kriegt man dann den einen oder anderen Spoiler ab, bis man ihn dann zu Hause sieht, aber ja. Nee, Rezensionen bin ich eher nicht so der Fan von, weil es kann Leute geben, die sagen, boah, der Film war voll scheiße und du findest ihn mega geil oder umgekehrt. Ja, kann ich. Was war der letzte Film, den du gekauft hast? Ich bin ein bisschen hinterher. Es kommt aber jetzt auch demnächst wieder raus. Das letzte, was ich mir gekauft habe, war jetzt Fantastische Tierwesen und Assassin's Creed. Okay. Ah. Was denn, wegen Assassin's Creed? Ja. So schlimm. Oh Gott, der Film war so, das war der schlechteste Film 2016, meiner Meinung nach. Meine Fresse. Also das ist so eine, das ist diese Art von Verfilmung, die zeigt nicht nur den Spielefans, sondern allgemein dem Publikum einfach nur den ausgestreckten Mittelfinger für 2 Stunden. Hast du schon die Gelegenheit, ihn dir anzuschauen, Nick? Ja, ich habe mir schon angeguckt. Und was war so deine Meinung? Ich muss gestehen, ich habe Assassin's Creed nie gezockt. Ich kenne nur so das, was man eben mitkriegt. Ich finde halt so die Optik von den Charakteren und so finde ich ganz cool. Von daher habe ich leider, also ich habe ja keinen Hintergrund, da ich die Spiele nicht gespielt habe. Ich gucke Michael Fassbender, gucke ich an sich relativ gerne. Und also ich muss sagen, der Film war, ich würde es jetzt nicht ganz so ausdrücken wie der Kollege, aber es war jetzt kein Film, wo ich sage, den müsste man sehen, aber so zum einmal gucken. Ist es okay? So eine Flasche Bier oder zwei Flaschen Bier filmen dafür ist in Ordnung, ne? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich trinke keinen Alkohol. Aha. Von daher. Ah ja, war ja klar. Aber ja, so die Richtung wahrscheinlich. Ich finde es zum Beispiel schwierig, wirklich aus einem Videospiel einen Film zu machen. Also ich meine, ich habe zum Beispiel alle Spiele durchgezockt von Assassin's Creed. Und das wäre für mich irgendwie wieder ein schwieriges Thema, da so wirklich einen Film draus zu machen. Also zum Beispiel fände ich es viel interessanter, wenn es mal zu Bioshock einen Film geben würde, wo das wirklich hier, ach, wie hieß die Stadt? Ich habe schon wieder vergessen. Von den ersten beiden Teilen. Rapture. Genau, wo da das mal so wirklich vertieft wird und sowas. Das finde ich total viel interessanter, als wenn ich jetzt über Assassin's Creed mit Templern und allem möglichen eine Verfilmung mache, was ja quasi schon für viele dann so ein Abklatsch wieder von Illuminati oder allem möglichen sein könnte. Ja. Also deswegen zum Beispiel, ich würde mich total freuen, wenn es irgendwann mal einen Film zu Bioshock geben würde. Ja. Es kommt ja jetzt ein neuer Lara Croft-Film demnächst, so viel weiß ich. Ah ja, das Bilder gesehen, ja. Wer spielt sie? Moment mal, das war irgend so eine. Verdammt, ich habe es leider überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber ich fand, das war eine gute Wahl für diese Art von neuer Lara Croft, wie sie ja seit ein paar Jahren in den Spielen unterwegs ist. Halt, ich glaube, das soll auch in dem Sinne so eine Art von Origin-Story sein. Und was das angeht, fand ich, war die Schauspielerin sehr gut besetzt. Aber ich habe es bei bestem Willen nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich fand, sie war eine gute Wahl. Also da verspreche ich mir einiges von, auch wenn ich die Spiele selbst nicht kenne. Und die Filme mit Angelina Jolie waren ja halt purer Trash, aber halt gelungene Spieleverfilmung, weil war ja auch so in gewissem Sinne augenzwinkernd. Und Angelina Jolie ist halt für diese Art von Rolle, war sie auch eine gute Besetzung. Aber was diese Art von Filmen angeht, ich bin neugierig, was sie daraus machen, weil Videospiele haben ja allgemein einen schlechten Stand. Vor allem, weil ja die meisten Videospiele jetzt, was die erzählerischen Elemente angeht, Filme echt ja überflügelt haben schon, teilweise. Also, die haben da ernsthafte Konkurrenz. Also solche Spiele, wie die im Prinzip gespielte Filme sind, jetzt sowas wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls und so weiter. Also, ich bin neugierig, was sie daraus machen können. Ich fand ja, für das, was es war, war Warcraft ein Fantasy-Film, der ganz in Ordnung war, war ex natürlich extrem ein großer Film von Fans für Fans. Aber ich finde, so als
Fantasy-Film an sich hat auch ganz gut funktioniert, also für Fantasy-Fans jedenfalls. Ich fand ihn jedenfalls relativ unterhaltsam, als das, was er war. Also vielleicht ist er ja so, irgendwann kommt vielleicht der große Game-Changer, weil bisher hatten wir das noch nicht mit Videospiel-Verfilmungen, weil das ist ein schwieriges Subjekt. Und mit Assassin's Creed gab es jetzt wieder einen ordentlichen Rückschritt, meiner Meinung nach, aber es sind längst nicht alle schlecht. Es gibt einige, die als Filme gut funktionieren. Die gute Frau, die Lara Croft spielen wird, nennt sich Alicia Vikander oder Vikander. Richtig! Die ist das. Habe ich gerade mal gegoogelt. Und ich kenne die unter anderem aus Codename Uncle, wo man ja auch Henry Cavill zum Beispiel sehen kann. Ja, sie wird großartig da. Also das war schon ganz klasse. Spielt ja nicht sogar irgendwie eine, also in Berlin spielt er ja zeitweise. Spielt sie, glaube ich, eine Deutsche. Der hat mir sehr gut gefallen. Und die gute Frau. Fand sie auch sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Da genau. Und dann gibt's hier irgendwie, keine Ahnung, die anderen Filme, muss ich sagen, kenne ich jetzt alle nicht. Gut, Jason Bourne hat sie wohl 2016 mitgespielt, da könnte man sie noch kennen. Und Ex Machina, Ex Machina, so rum. Ja, Seven's Son war sie auch dabei, aber das war quasi vor ihrer richtig großen Karriere. Genau, sieht's aus. Bei Seven's Son, muss ich sagen, da fand ich den Trailer auch wesentlich besser als den Film. Vor allem, der wurde ja irgendwie um 2 Jahre verschoben oder so. Und der kam hierzulande ja, glaube ich, gar nicht richtig ins Kino. Also ich konnte ihn nicht im Kino sehen. Ich habe ihn direkt auf DVD geguckt. Da hätte sehr viel mehr drin sein können. Schade drum. Ich finde, er hatte gute Musik und Jeff Bridges geht immer. Die Großteil der Besetzung hat funktioniert, aber insgesamt war es wirklich extrem generisches Fantasy-Gedöns. Da hätte man viel mehr mitmachen können. Aber insgesamt, da gab es auch wohl ordentlich Behind-the-Scenes-Probleme und so weiter und Reshoots und Recutting. Also ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist. Aber ja, jetzt generisches Fantasy-Gedöns, aber es war wenigstens teilweise unterhaltsam. Mäh. Aber gerade die Reshoots müssen nichts Schlechtes sein. Also wir haben ja bei Rogue One zum Beispiel gesehen, dass Reshoots an einem Film nicht, also das kann ja auch gut funktionieren. Auch wenn es jetzt heißt, es gab jetzt im Zusammenhang mit dem, also mit Justice League einfach noch Reshoots, muss ich sagen, also wenn das im Ergebnis ein guter Film wird, ist mir völlig egal, wie die Produktion gelaufen ist. Ich finde nicht, dass das ein Wertungskriterium sein sollte. Ja, da kann ich auch kurz was zu sagen, weil allgemein, weil oft hat man halt, oh mein Gott, Reshoots, halt wenn das im Internet publik wird, gibt's immer diesen riesen Aufschrei und oh mein Gott, das wird schlimm, weil ja, es gab schon Beispiele, wo es halt Reshoots gab und das hat so problematischer gemacht und so weiter, aber das Ding ist, was viele nicht wissen, für so ziemlich jeden großen Big-Budget-Film gibt's Reshoots, wo sie teilweise einfach noch irgendwie was ergänzen müssen. Das gab's jetzt auch für Thor 3, wo sie irgendwie für eine Action-Szene nochmal an den Start gegangen sind oder so. Und das gab's für Herr der Ringe 3, gab's wahnsinnig viele Reshoots, das weiß ich auch noch, wo sie teilweise Szenen komplett neu aufgelegt haben nochmal, weil sie einfach dachten, hey, das ist eigentlich viel besser. Und weil im Fall von Suicide Squad, wo es diese ewigen Probleme gab, da haben sie einfach versucht, ach, wir müssen es allen recht machen. Und dann ist da meiner Meinung nach eine Riesenkatastrophe draus geworden. Aber was Reshoots jetzt in dem Sinne gibt es auch teilweise Nachdrehs und Reshoots, weil ja Zack Snyder hatte ja einen tragischen Vorfall innerhalb der Familie, weshalb jetzt Joss Whedon übernimmt für bestimmte Sachen und für die Postproduktion. Das hat unter anderem auch den Komponistenwechsel zur Folge. Das ist natürlich furchtbar, also sowas wünscht man niemandem. Und wenn das dann einfach das Resultat ist, dass sie dann sagen, jetzt muss hier jemand anderes übernehmen, um noch ein bisschen sozusagen Schadensbegrenzung zu machen oder einfach halt das weiterhin zu überwachen anstelle vom eigentlichen Regisseur, dann denke ich mir, hey, ich wünsche allen das Beste. Ich hoffe, das wird einfach ein guter Film. Da hast du absolut recht mit deinem Argument. Solange der Film dann gut ist, ist es egal. Es kommt ganz drauf an, inwiefern die Reshoots gemacht werden und was für einen Zweck sie haben. Ja, eben. Und ich denke, das ist, wie gesagt, das Ergebnis ist entscheidend. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ja, ich wollte eigentlich noch kurz auf die Marvel-Filme zu sprechen kommen, aber ich denke, wenn ihr die Trailer nicht gesehen habt, wird das schwierig. Möchte einfach mal ganz dreist auf, wie gesagt, das Geekbook verweisen, wo ihr da diverse Trailer euch mal anschauen könnt. Also ich persönlich finde den Thor-Trailer total geil. Und die Gerüchteküche besagt, das habt ihr jetzt nicht von mir gehört, dass auch der Avengers Infinity War-Trailer von aus San Diego geleakt wurde. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber kann man sich bestimmt irgendwo. Kann man sich angucken. Und den Justice League-Trailer, den gibt's, der ist ganz geil. Aber wenn ihr die nicht geguckt habt, dann macht das jetzt ja gar keinen Sinn. Den Justice League-Trailer habe ich gesehen. Den Justice League-Trailer hast du gesehen? Mhm. Wie war dein Eindruck? Also ich bin sowieso eigentlich generell egal, ob Marvel oder DC, ich guck's mir sowieso an oder kauf's mir und guck's mir dann an. Aber wieder der Bösewicht, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich bin ja eher so der Filmgucker, nicht so der harte Comic-Leser, deswegen, das sind so Insider-Infos, die mir fehlen. Weil ich glaube, es ist eher der Typ, den man in Batman vs. Superman am Ende sieht, wie er mit Lex Luthor da in der Suppe badet, bevor er dann verschwindet. Ich glaube, er könnte das sein. Steppenwolf.
Und also wie der da mit seiner Axt einschlägt im Trailer, das war schon, sah cool aus. Auf jeden Fall. Oder wie, oder auch zum Beispiel wie Cyborg da dieses Batmobil übernimmt, fantastisch. Ja, genau. Ja, cool. Also unbedingt schauen, auch geiles Teil. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, in der Anfangsszene gibt es eine Szene, wo Wonder Woman irgendwie quasi kämpft, ganz kurz. Und das ist exakt dieselbe Performance wie aus dem Wonder Woman Trailer. Also exakt dieselbe Choreografie, inklusive wackelndem, flatterndem Röckchen. Also es ist komplett dasselbe dabei. Du kannst auch genau wieder Stück für Stück die einzelnen Screens da weiterspringen. Also es ist wirklich exakt dasselbe. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch ein bisschen aufgeilen in den ganzen Trailern, bringen wir es hier heute mal zu einem Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei euch, dass ihr heute mal am Telestammtisch teilgenommen habt. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, wieder dran teilzunehmen. Und jetzt kommt der Moment, wo ihr noch die abschließenden Worte an die Zuhörer richten könnt. Nicht alle auf einmal. Fili, willst du noch kurz irgendwas sagen oder dich einfach nur verabschieden? Das wäre auch völlig. Ja, dann machen wir einfach mal Ladies First. Auch wenn ich heute nicht so viel beitragen konnte, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn einer dieser wunderbaren Zuhörer, die sich vielleicht diesen Telestammtisch angehört haben, aus Thüringen oder Erfurt kommen, können Sie doch einfach mal einen Abstecher auch im Comic-Attack machen. Vielleicht sieht man sich ja und kann auch über ein paar Comics oder Manga einfach mal plaudern. Genau. Unbedingt machen. Der Ed ist auch fantastisch. Toller Typ. Wir hatten ihn auch im Interview. Es sind, glaube ich, viele coole Leute unterwegs. Dankeschön, Fili. Kein Ding. Immer wieder gern. Ja, und wie sieht's mit dir aus, Lasse? Gut, dann bin ich jetzt nächstes dran. Mir hat's auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach mit ein paar Leuten darüber zu quatschen. War auch toll, mal aus bestimmten Bereichen was zu hören und zum Thema Cosplay und so weiter. War natürlich toll. Ich freue mich allgemein auf verschiedene Filme, die dieses Jahr noch kommen, sei es nun die kleine Hexe oder S, auf den freue ich mich wahnsinnig. Und nächstes Jahr ja auch auf Jim Knopf und Lukas. Also es kommen einige tolle Sachen demnächst. Natürlich auch die Marvel und die DC-Sachen, egal was. Also ich bin gespannt darauf, weil Wonder Woman fand ich dann halt auch doch ganz gut. Mein Zeug findet ihr, ich habe schon gesagt, halt mich findet ihr auf YouTube unter Lasse Vogt oder The Depper. Dort findet man auch alle meine Kurzfilme, meine Filme in Sekunden, meine Comedy-Projekte, meine Riff-Videos und halt alle meine Film-Reviews, die es gibt. Ihr findet mich auch auf Facebook unter meinem Namen halt. Man findet meine schriftlichen Soundtrack-Reviews auf ScoreGeek. WordPress.com. Dort wird auch in ein paar Tagen die Spider-Man Homecoming Soundtrack Review zu sehen sein, ganz neu. Und dann gucke ich mal, was sonst noch alles passiert. Und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Guckt dann auch mal bei meinem Podcast Fans About Films vorbei, auch auf Facebook, auch auf YouTube. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall das Beste und hoffe, dass wir das hier bald wiederholen können. Auf jeden Fall. Wenn wir alles in die Shownotes packen, also wer sich die Links jetzt vielleicht nicht merken konnte, klickt einfach unten dann in den Shownotes oder innerhalb der Datei. Ihr könnt die Internetseite gar nicht verfehlen. Ja, und auch Nick, dir vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Auch für dich gilt, wenn du mal wieder Bock hast, mit uns zu reden oder wenn du dein Fitness in das Superheldenprogramm endlich ausgebaut hast und es vorstellen möchtest, kannst du es gerne tun. Oder wenn es ein neues, geiles Kostüm gibt, wenn du auf irgendeine Veranstaltung hinweisen möchtest oder du vielleicht sogar selber mal eine stemmst oder vielleicht sogar was auch immer für tolle Projekte hast, dann bist du auch wieder herzlich eingeladen. Das mit dem Stemmen war ein guter Wortwitz. Ja, Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao. Ciao.